Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es darum, wie wir die Infoanzeige bezüglich der Sitzgurte, blende ich euch jetzt mal ein, deaktivieren können. Diesbezüglich haben mich schon ganz, ganz viele ganz oft angeschrieben, auch in den YouTube-Kommentaren gefragt, wie man denn diese Anzeige deaktivieren kann. Und ja, mittlerweile habe ich da auch eine Lösung für euch. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal. Es ist komplett kostenlos für euch. Teilt auch das Video mit vielleicht anderen Leuten, die den Kanal hier noch nicht kennen. Teilt den Link auf irgendwelchen Foren, einfach damit die Nutzerbasis größer wird und wir uns da gegenseitig unterstützen können mit weiteren Infos. Diese Info übrigens, wie man das Ganze deaktiviert, habe ich von Jörg bekommen. Vielen, vielen Dank, Jörg, falls du hier jetzt zuschaust. Also, wir wollen halt diese Infoanzeige deaktivieren. Bevor wir das Ganze machen und ich euch zeige, wie das Ganze funktioniert, ein wichtiger Hinweis. A, natürlich alle Änderungen, wie immer, geschehen auf eigene Gefahr. Und hier ist es so, dass wenn ihr die Änderung durchführt, zwei Sachen passieren. Oder eigentlich drei. Die erste Sache ist natürlich, das Menü verschwindet. Gut. Zweite Sache passiert, dadurch, dass wir am IPC-Modul was ändern, ändert sich die Sprache auf Englisch. Nicht schlimm, können wir wieder auf Deutsch umstellen oder auf eure Sprache, die ihr halt habt. Die dritte Sache, die passiert, ist, zumindest mal war es bei mir so, dass, nachdem ich das Ganze geändert habe, ich keinen Drive-Mode mehr auswählen konnte. Ich konnte also jetzt nicht hier normal, Eco oder Sport auswählen. Im Display vorne erscheint auch Drive-Mode not available, wenn ihr das Ganze auf Englisch gelassen habt. Ja, keine Panik. Ganz normal. Ich habe dann versucht, das Modul über Forescan manuell zu resetten. Das hat er auch gemacht, der Fehler blieb aber trotzdem. Die Lösung ist einfach, das Auto ausschalten, Käffchen trinken gehen, also ein paar Minuten warten und danach nochmal zum Auto zurückkommen. Es müssen scheinbar alle Module runterfahren, nochmal hochfahren und dann ist der Drive-Mode auch wieder wie gewohnt verfügbar. Also nur damit euch nicht wundert, keine Panik bekommt, dass der Drive-Mode auf einmal nicht verfügbar ist. Einfach ein bisschen warten, Motor an, Motor aus und dann funktioniert wieder alles. Aber ich zeige euch natürlich auch, wie man eine Sicherungskopie macht, wenn ihr denn nochmal zurück wollt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, legen wir los. Wir verbinden uns mit der Forescan-Software mit dem Auto, gehen dann auf das IPC-Modul und nicht auf die Konfiguration per Menü, sondern per AS-Bild oder S-Bild und gehen dann als erstes oder machen als erstes eine Sicherungskopie. Nämlich unten mit Save All speichere ich mir alle diese Daten unter einer Datei ab. Habe ich hier schon gemacht, deshalb überschreibe ich jetzt diese Datei und damit habe ich jetzt ein Backup des IPC-Moduls. Könnt ihr für alle anderen Module genauso machen. Und jetzt gehen wir genau auf diese Position hier. Bei mir steht dort ein B und das ändern wir in eine 3 ab. Sollte bei euch ein anderer Buchstabe dort stehen, einfach in eine 3 abändern und fertig. Und dann drücken wir auf Write und schon ist das Ganze fertig und wir haben das Menü entfernt. Wie gesagt, wenn ihr nochmal zurück wollt, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt euch gemerkt, welche Zahl oder welchen Wert ihr ersetzt habt. Den dreht ihr halt wieder um, beziehungsweise fügt den alten Wert dort wieder ein und klickt dann auf Write. Oder aber unten in dem Menü wählt ihr Load All. Wählt dann die Datei aus, die ihr dann abgespeichert habt, Write All, da werden nochmal alle Werte dann nochmal zurückgeschrieben und ihr seid wieder auf dem Zustand, wie es halt vorher war. Aber nochmal, wie gesagt, keine Panik, wenn ihr die Änderung durchführt, euch hier ein paar Fehler angezeigt werden, vor allem auch, dass der Drive-Mode nicht verfügbar ist, absolut keine Panik. Auto ausschalten, paar Minuten warten, dass alle Module mal runterfahren, Auto nochmal einschalten und danach schaltet ihr das Auto ein, ohne Menü. Und Drive-Mode und alles andere funktioniert auch weiterhin. Ja, das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch, falls ja, abonnieren nicht vergessen. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.